So, hallo und herzlich willkommen zu der nächsten Folge Resident Evil. Ich habe hier noch ein bisschen Probleme, glaube ich. Moment. Dann machen wir gleich eine Antwort. Geht's? Ja. Guck dir mal das Krokodil an, das ist voll unheimlich. Ich kenne das doch. Ich hatte doch auch eins in Evelyn's Wieso haben Zimmer. die so viele? Achso, ja, Rednecks. Ja, leg los. So, hallo und herzlich willkommen im Kinderzimmer. Hui! Puff. Hallo? Du musst auf den Dachboden. Was? Da gehe ich jetzt auch hin. Mal gucken, ob Oliver da noch liegt. Hallo, Olli. Warte mal. Okay. Dieses Klappern? Du hörst das auch, oder? Ja, das hatte ich auch vorhin gehört, als ich unten im Keller war. Das ist einfach die Geräuschkulisse. Happy Birthday! Bestimmt ein super Film. Die kannst du dann ein Ei legen. Renovierungsvertrag, Kunde. Jack Baker, Auftragsnehmer, Trevor und Chamberton Construction. Chamberlain Ach, Construction. Chamberlain. Trevor und Chamberlain. Ich krieg das nicht so ganz scharf, wenn ich meine Brille nicht aufhab. Na, ist egal. Soll ich vorlesen? Renovierungszeitraum 10. November 1992 bis 30. November 1992. Umfang Installation von schattenaktivierter Tür in Eingangshalle. Ich meine, das dauert 20 Tage. Und wer lässt sich bitte so eine schattenaktivierte Tür? Oder Spielzeugaxt? Das muss. Ich gebe was ein. Wie soll es denn? Trich. Ja, Dietrich, guck doch erstmal weiter. Vielleicht finden wir hier noch irgendwas anderes. Okay, starke Chemiefallen, die bräuchten wir. Ich kann nichts einfach wegwerfen, ne? Das ist so. Ja. Doch, hier. Was? Pillen. Warte, 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 was bringen die Pillen? Na, damit kannst du hier. Ja, die Sachen machen. Ich würde halt vielleicht sogar vielleicht ganz gerne diese Giftgranaten mal machen, diese Nervengiftgranaten. Aber dafür, ich weiß nicht. Sonst macht doch erstmal weiter. Ich weiß nicht, ob wir hier gleich wieder herkommen, weil hier, guck mal, hast du die Spielzeugflinte gesehen? Ja. Dann könnten wir theoretisch die kaputte, Flinte nehmen. aber wir haben kein Reparaturset mehr, ne? Ne, wir haben das Reparaturset verbraucht, aber wir können die trotzdem mitnehmen. Ich glaube, hier in dem Raum ist nichts weiter. Da ist wieder so ein Schattenspiel. Geh da mal hin. Achso, das sind die Installationsarbeiten gewesen. Naja, in der Eingangshalle, also die werden ja mehrere von diesen Dingern. Ich frage mich sowieso, weißt du, so das Tür mit so einem Schattenspiel abzuschließen, was steht da? Urteil. Urteil. Das Gemälde zeigt eine Frau, die vor einer Menge kniet. Du hast es da, ja genau, da ist schon was drauf. Du kannst es, glaube ich, direkt lösen. Jetzt musst du den Axtmann machen. Drehen erstmal, ja, drehen erstmal so, genau. So, ja, so ist richtig, glaube ich. Nee, 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 du musst den noch einmal drehen. Genau. Nee, weiter drehen? Noch weiter. Nochmal X. Ah, so. Schattenspielchen. Was ist da aufgegangen? Das doch. Oh, eine Chipkarte. Ah, die blaue Zugangskarte. Wir haben keinen Platz. Nee, wir müssen hier nochmal hin, aber guck dir erstmal das Video an, oder? Dann können wir die Videokassette auch gleich ablehnen. Im Gemeinschaftsraum war da auch. Nee, im. Wir können. Ach ja, stimmt, wir können auch im Gemeinschaftsraum. Meinst du, da kann ich das einfach verwenden? Warum nicht? Hoppala. Probier es aus. Wenn nicht, müssen wir zum Wohnwagen. Aber dann können wir wenigstens die Kassette schon mal ablegen. Was ich noch mal ganz gerne testen wollte, warte, mach mal das Licht aus. Weil der hat doch gesagt, dass die Fernbedienung im Dunkeln leuchtet. Nein, zurück umdrehen zum Fenster. Da war das Licht. Kannst du das ausmachen? Nee, im
Dunkeln leuchten, meinte er, dass das jetzt ein Lampenschirm ist. So. Hätte ja sein können, dass es im Dunkeln leuchtet. Ich wäre jetzt einfach zum Wohnwagen gegangen, dann hätten wir die Sachen auch gleich abnehmen können. Kannst auch zum Wohnwagen und das angucken, ist mir eigentlich egal. Im Prinzip macht das einen Unterschied? Ja, dann können wir die Sachen halt gleich ablegen, dachte ich. Also. Die Typen sind auf jeden Fall nicht mehr da, wenn man die gekillt hat. Das ist gut zu wissen. Stimmt. Stimmt auffällig. Naja, also ich glaube, den Riesenschwarzen mit der Klaue hättest du schon gesehen. Ist das rassistisch, wenn ich dir Riesenschwarzen mit der Klaue sage? Ich glaube nicht. Oh, guck mal, er feiert schon die Disco. Ja, das hat vorhin auch schon. Oh. Das ist ein Vierbeiniger. Block, 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 block. Boah, brenn ihn nieder. Block, block. Oder? Warte. Er ist tot. Er ist tot. Okay. Oh, sag nicht, das sind jetzt die Standardgegner. Die sind so widerlich. Sonst hattest du mal deine Ruhe, wenn du zum Wohnwagen gegangen bist, weißt du? Naja, und jetzt kommt da irgendwas, jetzt kommt da irgendwas auf vier Beinen. Oh, gib mir Fretten! Und am Ende noch so, hab mich lieb, Mama! Guck du erstmal das Videotape, bevor du Sachen ablegst. Ah, den Kühlschrank offen lassen. Das ist nicht gut, jetzt ist da drin alles verdorben. Oh nein! Ah. Unten rechts. Aha. Ich gehe. Mist. Toll, jetzt hast du dich umgedreht und hättest ja als. Du weißt, dass du, wenn du dich umdrehst, das Bild nicht mehr siehst. Aber da steht eh nichts, da steht. Can't rap testing. Ah. Clancy Javis Testing Area. War Clancy Javis? War Clancy Javis nicht. Lies mal, was da steht. Experiment. Can't trespassing idiot solve puzzles. Ich hab mich nie glücklicher gefühlt. Was? Du glaubst mir nicht? Diese Freude kann man nicht vortäuschen. Der sieht aus wie so ein Alien. Oder? Wochen gedauert. Und jetzt ist es endlich soweit. Alles nur für dich. Es ist so dunkel. Oh, komm schon, Mann. Sei doch nicht so. Das wird ein Spaß. Du wirst schon sehen. Wow. Ist das ein Clown? Ja. Okay. Auf dem Videotape stand, dass wir irgendein Rätsel lösen mussten. Yummy. Ist auch nichts, wa? Ich weiß ja nicht, ob du mit irgendwas interagieren kannst hier. Aber vielleicht musst du auch erstmal irgendwas machen? Ich weiß es nicht. Sieh dich um. Ich glaube kaum, dass hier drin irgendein Monster ist, wenn er hier irgendwie so ein Testing-Area hat. Ich glaube, das ist wieder so eine Rätselabteilung. Also kannst du, glaube ich, frei rumlaufen. Wobei, ich glaube, ich hätte auch ein bisschen Angst. Krasse Sache. Okay, also wir können, jetzt kannst du mit Sachen interagieren. Aufziehschlüssel. Wir können keine Kerze, also keine brennende Kerze in den Ofen stecken, weil wir immer geduscht werden anscheinend, wenn wir da durchlaufen. Was leckt da raus? Das lässt sich nicht stopfen. Öl. Herrlich. Okay. Geh mal wieder kurz dadurch zurück. Geh mal, da war noch ein Verbandskasten.
Ja, wir werden immer geduscht. Okay, dann geh nicht zur Verbandskasse. Da war noch ein Verbandskasten im Raum, aber guck dich jetzt mal weiter um. Jetzt kannst du mit den Sachen was machen. Da kannst du hier auf jeden Fall wieder Feuer machen. Guck mal da links. Ist da links die Omi? Ja, guck mal. Oh, und sie lacht. Das ist ja gruselig. Benutze mal die Kerze. Oh, ich bin ein richtiges Rätsel. Oh, ich hab ein Seil durchgebrannt. Whee! Oh. Whee! Duck dich mal. Und jetzt geht durch. Die Kerze verbrennt die Ballons. Pam, 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 pam. Klack, 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 klack. Klack, klack, klack. Boom. Boom. Klack, 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 klack. Das kann auch so ein bisschen so gehen. Da brauchst du Passwort. Oh, da liegt ein Ballon. Bam, bam, bam. Ein Ballon. Bam, 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 bam. Oh, Entschuldigung. Bam, 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 bam. Du musst jetzt nicht den Luftballon kaputt machen. Ich will das auch. Das war doch mal ein bisschen nette Abwechslung. Warte, warte, geh mal zurück, geh mal zurück. Geh mal aus da rechts. Hier? Ja. Ist das Gas? Geh noch mit der Kerze ran. Probier mal den Ballon. Das ist aber ein hübscher Ballon. Der ist irgendwie ein bisschen spitz. Warum? Warum? Weil da Nägel drin sind. Ah. Aua. Lukas ist echt ein fieser Bastard. Oh, guck mal. Ein Federkiel. Du kleiner Hodenvogel, kriege dich. Bringt noch nicht so viel. Spül mal. Das ist ja widerlich. Es kommt kein Wasser raus. Wirklich? Echt widerlich. Ich musste in den Deputy reingreifen, dann kannst du mal in die Toilette reingreifen. Oh. Verschmutztes Fernrohr. Benutzt mal das Fernrohr. Ja. Kannst du die Linse irgendwie abwaschen? Da kam noch kein Wasser raus. Was ist mit der Dusche? Meinst du, das Spiel besitzt so viel Logik? Zieh doch mal das Ding an und geh durch die Dusche. Er kann es nicht richtig halten. Er braucht anscheinend noch einen Finger. Da hat ein Finger gefehlt. Zieh mal das Ding an. Ich kann damit nicht laufen. Ich muss den Ländern unterstellen. Oh, Logik! Du kannst damit laufen, guck. Stimmt. Die Frage ist, was bringt uns jetzt das Fernrohr? Oh. Wir brauchen den Code. Aber was brauchen wir? Das tropft die ganze Zeit weiter. Das ist aber ein Riesenfass. Da brauchen wir auch einen Code. Soll ich dir meine Vermutung sagen? Was denn? Die sterben so oder so.
Das kann durchaus sein, aber ich find's beeindruckend, dass er diese nasse Kerze immer wieder anzünden kann. Das ist ja schon eine Superkraft an sich, ne? Naja, eigentlich nicht. Wenn es heiß genug ist, zündest du ihn doch leicht wieder an. Benutzt mal das Fernrohr und da ist ein Code. Eine Stange, eine Glocke. Das ist eine Tänzerin. Und eine Bohne. Das war eine Tänzerin, Creo auf dem Kopf und Embryo. Also eine Karotte. Das war eine Tänzerin. Da war's doch. Das hier? Ja. Eine Karotte. Creo auf dem Kopf. Eine Glocke. Da. Creo auf dem Kopf. Und eine Bohne. Embryo. War nicht richtig. Oder irgendwie eine andere Tänzerin? Warte, geh mal runter eins. Die. Jetzt geht's. Davor muss ich. Aber die hatten wir doch gerade. Hallo, bist du mein Freund? Strohpuppe. Strohpuppe am Stock. Bist du? Das verkaufen sie immer in Amerika, weißt du? In bestimmten. Ich glaube, da brauchst du irgendwas, um das Wasser auszuschalten, oder? Das sieht aus wie ein Ventil. Kannst du die Strohpuppe verbrennen? Du bist so ein Streber. Da ist doch eine Zündschnur dran. Nicht, dass sie hochgeht. Nein, mein Freund, Wilson! du hast Wilson verbrannt. Du hast einen Puppenfinger bekommen. Oh, toll. Tut mir leid, Wilson. Ich habe jetzt einen neuen Freund. Du bist hässlich. Und du müffelst. Guck ihn an. Oh, guck mal, der ist aber lieb. Der gibt dir ein gratis Tattoo. Loser. So stelle ich mir einen Zirkusbesuch vor. Brauche ich mir nicht ansehen. Ich habe gesehen, was er geschrieben hat. Loser. Loser. Okay, Loser. Ich glaube, es gibt nur noch ein Ding, wo du Loser angucken, einsetzen kannst. Wilson ist tot für sowas. Happy, happy Birthday. Kann man Birthday machen? Birthday würde schon vom Platz gar nicht passen. Ist kein F, toll. Du musst dann L. Ich weiß, ich wollte Affe buchstabieren, weil er ein Affe ist. Ich glaube, es gibt da nur begrenzte Wörter, sonst könnte man halt auch im Englischen da einfach Fuck reinschreiben. Und ich glaube, das wollen die nicht. Ich wette, so haben sie schon mitgedacht. Hallo? Hallo? Ich bin hier, um die Küche zu reparieren. Oh, das Ventil. Da kannst du das Wasser abdrehen wahrscheinlich. Und dann kannst du Kerze anzünden und dann kannst du den Kuchen. Was keine gute Idee ist, weil die ganze Zeit Gas verströmt ist. Und der Boden voller Öl ist. Und. Okay, es verströmt kein Gas mehr. Wobei sicher ist, dass es Gas war. Es kann auch einfach nur Luft gewesen sein. Andere Seite. Ich weiß. Ich glaube, wir verbrennen. Ich weiß nicht, wie ich darauf komme. Weil wir können ja immer noch das Ventil umdrehen, ne? Wenn man verbrennt, versuche einfach wieder das Ventil anzudrehen, dass da wieder Wasser kommt. Aber ich glaube. Das wird bestimmt funktionieren. Der wäre ja sonst noch hier, wenn das funktioniert hätte. Wieso sind da schon brennende Kerzen? Happy fucking birthday, got it? Right. Freund, er bleibt da einfach an der Torte stehen. Ist doch klar, dass der da irgendwas ausgeheckt hat. Ja, es war Öl. Kannst du ausstehen? Ja. Vor allem, wie der schreit, weißt du, der stirbt gerade. Mist. Das war ja so klar. Er ist halt ein kleiner Bastard. Geh mal da rein. Nein, geh da rein.
Du bist doch nicht. Ja, aber dann bist du nicht im Feuer. Er brennt doch. Ja, und? Aber du bist nicht im Feuer. Er verbrennt trotzdem. Ja, natürlich verbrennt er. Meinst du, selbst wenn du jetzt nicht im Feuer stehst, dass du nicht mehr anfängst zu brennen? Weißt du, ich bin aus. Naja, kennst du das, nicht, das Prinzip nicht? Happy Birthday! Das war aber nett. Eine Party, nur für mich. Willst du noch die Sachen aus dem Zimmer holen? Sie. Das war ein ganz schön langes Rätsel, wa? Ja. Ich krieg die Jumpscare-Sektion, wo die Dinger aus der Wand brechen mit Omi und du darfst Rätsel machen. Dafür hab ich so einen Horrorclown gehabt. Na gut, dafür hatte ich Omi. Ist doch dasselbe. Wobei der Horrorclown ging ja. Omi ist schlimmer. Wobei ich ein bisschen Angst hatte, dass er aufsteht. Na. Weil eigentlich bei dem Rätsel unbewaffnet. Ja, wobei, kann durchaus passieren. Ich weiß gar nicht, ob du bei diesem Mia-Tape hättest sterben können und was dann passiert wäre. Das ist eine gute Frage, ja, stimmt eigentlich. Ja. Ich wette, dann wäre das Tape, keine Ahnung, vielleicht fehlgeschlagen. Du kannst es ja normal angucken. Vielleicht war ich auch ein bisschen leichtsinnig, naja. Wo, bei mir? Nee, gerade eben. Warum kriege ich eigentlich die ganzen Videokassetten? Ist dir das schon mal aufgefallen? Ich hatte auch eine... Hatte ich eine Videokassette? Nee, du hattest bis jetzt noch gar keine. Stimmt. Ich hatte den Anfang, Mia und das jetzt. Aber das können doch noch nicht alle gewesen sein. Oder? Doch, drei Stück. So, da sind wir wieder. Das hat Spaß gemacht. Und jetzt noch den BH grabben und schlafen legen. Das? Die Frage ist, was ich mich gerade frage, wozu ist eigentlich die Spielzeugaxt und die Spielzeugattrappe da gut? Die Axt? Keine Ahnung. Du meinst, mit der Flinte kann man die Flinte in dem Foyer holen? Warum nicht? Das könntest du sie ja nicht auch sagen. Vielleicht kann ich ja mit der Spielzeugachse irgendwas kaputt hauen. Vielleicht kannst du irgendwo noch eine Axt bekommen. Ich weiß es doch nicht. Oh, ich dachte, da gerade steht einer. Mann, Oma. Kannst du überhaupt alles mitnehmen? Du brauchst jetzt nämlich noch die starken Chemikalien und die Shitkarte. Ich bin gelb, ich kann mich auch heilen. Na, du, ja, also ich würde halt neben dem Skorpion wieder im Keller kurz nochmal die Sachen ablegen. Doch, guck mal. Was denn? Oh. Das hat auch im Keller so gewackelt wahrscheinlich. Aber wir müssen sowieso nochmal in den Keller. Noch nicht? Ja, noch nicht. Aber wenn wir nochmal in den Keller müssen, dann... Wie lange habe ich eigentlich noch? Du bist schon mit der Zeit drüber. Also alles, was du jetzt machst, schneide ich sowieso. Es ist nur so dunkel, sieht aus. Ich wollte eigentlich nur noch so schnell nochmal die Sachen holst. Hat doch super funktioniert. Ja. Die Frage ist halt nur, ob du die defekte Flinte überhaupt reparieren kannst. Ja, leider haben wir jetzt ein Reparaturset schon. Ja, wir hätten es vielleicht vorher testen müssen, aber wir hätten nur die gute Flinte wegnehmen können. Aber woher sollten wir auch wissen, dass wir noch sowas finden? Dass wir noch so eine Flintenattrappe. Man hätte die andere Flinte hätte man da lassen können. Ja. Aber das ist halt eine alte Flinte von Oma. Ich weiß nicht, ob die wirklich besser ist als... Meinst du, die kommt aus den 80ern, 90ern? Nee, ja, die ist vielleicht noch praktisch, weil du dich selber noch so einen Meter nach hinten haut, dass du von dem Monster weiter weg bist. Puff, puff. Damit haut sich die Oma auch immer durch die Wohnung, weißt du? So im Rollstuhl schießt sie sich nach hinten. Ich würde sagen, das war's mit Resident Evil, oder? Jetzt haben wir gespeichert, jetzt verbrauchst du wieder die ganze Munition. Ja. Einfach alles anschießen. Jetzt findet man noch ein Secret. Willst du nicht Abmord machen? Bis zum nächsten Mal.